Hauptdarsteller mit Blackface einfach vorbeigelaufen kommt. Oder mit dem Skull. Guten Tag. Aber ich bin Dr. Skull. Dr. Professor Skull. Ich habe jetzt letztens gesehen, irgendein Bericht, da hat sich jemand, operieren lassen, um mehr wie der Red Skull auszusehen. Da dachte ich, ist das der aus Captain America? Ja, ja. Warum sollte man sich wie ein Superschurke aus einem Comic-Universum, der eine Nazi-Vergangenheit, dann ist mir klar geworden, oh. So. Wegen Idiotie, I see. Ich habe einen sehr schönen Artikel gesehen die Tage, wo, völlig anderes Thema, wo über die Verfilmung von Shades of Grey gesprochen haben. Shades of Grey, oh. 50 Shades of Grey. Das hatte ich fast einen. Und es quasi darum ging, wie sehr die Hauptdarsteller anscheinend den Film und sich selbst hassen. Oder sich gegenseitig. Weil in den ganzen Interviews und sowas, die gucken sich nie so wirklich an und vor allen Dingen, wenn irgendwie gefragt ein Interview fragt die, war das bei euch so, hattet ihr irgendwie sofort eine Chemie zwischen euch, wie das oftmals bei so Filmstars ist? Und die gucken nur so, also auch ohne zu grinsen und so, und schütteln einfach so gleichzeitig den Kopf. Und man denkt zuerst halt, das ist einfach so sympathisches Necken gegenseitig. Ja. Aber je mehr Interviews du guckst, desto mehr merkst du, dass die gesamte Körpersprache und alles, was die sagen, dass sie einfach so sich so gar nicht mögen und immer wieder so reinbringen oder das so subtil auch zeigen, was man aber auch als lustige Anekdoten verstehen könnte, aber man merkt, dass da schon so ein bisschen mehr hintersteckt. Es ist sehr, sehr lustig, da ist so ein kompletter Artikel bei Gorka drunter, der einfach irgendwie die Chronologie ist, wie sie sich hassen. Das ist super. Und auch, dass die in Interviews oft sagen, so, ja, nee, ich würde nicht wollen, dass irgendjemand in meiner Family oder sonst jemand diesen Film sieht und keine Ahnung, jetzt, mal gucken. Ja, ja, also, es ist... Ich meine, dass das so eine Sache ist, wo es einfach um Geld geht. Ja, aber es ist so offensichtlich. Also ich glaube, das wirkt so, als ob sie Bock drauf gehabt haben, den Film zu drehen. Und dann wurde der Film gedreht und dann haben sie beim Dreh gemerkt, oh wow, ist das ein Film? Und jetzt müssen sie irgendwie 3 Monate lang diese Pressetour noch machen. Der kommt in 2 Wochen raus, der Film. Ich hoffe auf einen Pressetermin und dann gehen wir 3 da schön rein. Oh, davon wusste ich noch gar nicht. Ja. Also wenn ich eine Einladung bekomme, würde ich da auf jeden Fall reingehen. Ob ihr mitkommt, ist eure Sache. Aber ich glaube, es wäre lustig. Echt, ja. Ja, ich glaube, es wird unterhaltsam. Also es könnte unterhaltsam sein. Weil gerade mit so einer Pressemeute, ich glaube, da wird gejohlt wie nichts anderes. Ja, ja. Oh Gott, ey. Das Bein. Weißt du, wer morgen... Ja? Nee, weiß ich nicht. Ich dachte gerade, der würde da so liegen bleiben, aber blieb er leider nicht. Hat er einfach deine Gag-Möglichkeit zerstört, so ein Arschloch. So, da ist aber noch einmal da oben. Stimmt dick. Ah! Alter, diese Steuerung, ne? Ja, ja, die Steuerung, die ist wirklich... Mann. Ungenau und... Die ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, schon upgedatet in vielen Bereichen. Manchmal. Oh, schade fast nicht. Ich hab's geschafft. Oh. Ich wollte gerade auch was sagen, so. Schlecht, wäre ich gar nicht drauf gekommen. Oh. Ich glaube, durch die Tür kommst du durch, falls du das wolltest. Durch die da? Nee, die links ist da. Da, die links. Lass mal gucken, ob hier noch einer ist. Ich glaube, da musst du nämlich lang. Also, okay. Nicht, also hinter dieser gleichen Art von Tür war in dem anderen optionalen Gebiet gerade so die Sniper. Das. Genau, das ist anscheinend ein Warenhaus. Ach so, das ist wieder was, was du... Da könntest du jetzt TNT reinhauen, explodieren lassen und dann wären die... Wollen wir das mal machen? Du hast gerade alle... Witzig. Starf them to death. Nee, Quatsch, ich bin ja völlig falsch. Backpack, Weapons... TNT. Kann man ja auch so sagen. Und dann... ich weiß gar nicht, woher das ist. Aus dem Lied. AC/DC. Ja, TNT. So, wir explosion remote press to set, press... okay, also... So? Okay, und jetzt gehen wir hier, glaube ich, mal kurz drückst jetzt Kreis. Ich war mir gerade ganz kurz ganz sicher. Und dann... So, und jetzt Kreis. Jetzt weiß ich nicht, kommen dann Leute? Das weiß ich halt auch nicht. Probier einfach mal aus. Warum sollten da Leute kommen? Achso. Gut. Hast du eigentlich einen Karton? Mal eine andere Frage. Ja, habe ich. Kannst du den mal ausrüsten und Ziggen anrufen? Weil Ziggen ist ja so der Waffen- und Equipment-Experte, der immer was so, hier was so ausgerüstet hast, dazu sagt er okay. Was. Sounds like the Cobra Unit's members' names came from the specific emotions they each carry into battle.
emotions. Emotions. Yeah. Emotions. For unbearable torment, the pain. For true oblivion, the end. Mm-hmm. For infinite rage, the fury. Mm-hmm. For absolute terror, the fear. Fury, ja, das stimmt. And for unsurpassed bliss, the joy. The joy? It's another name for the boss, because of the joy she feels in battle, I suppose. During the war, she had a partner named the Sorrow. Sorrow and Joy. They say there couldn't have been a more perfect pair. Doch, Joy und Joy. Wobei ja The End nicht wirklich eine Emotion ist. Ja. Nee. The Davy Crockett's that the boss took with her when she defected. Wenn du möchtest, kannst du das. Also ich meine wirklich Wasser sagt aus dem Davy Crockett, the hero who died defending the Alamo in the Texan War of Independence. Ja, remember the Alamo. That's right. The warheads are equivalent to between 10 and 20 tons of TNT. Every building within 150 yards of the hypercenter is completely obliterated. Der TNT fast so schön. Hypercenter. Musik macht. Aber nicht so richtig hörbare Musik, sondern eher so komplizierte. Hypercenter klingt so schon gut, wenn du weißt, dass das Zentrum einer Nuklearexplosion ist, dann haben wir noch cooler. Ja. Looks like you've got some TNT. Ja, wir haben es auch schon. TNT is short for tritium, a pale yellow crystalline compound made from a trinitrified. Im Hintergrund brennt so gerade die ganze Bude. Ja. It's used throughout the world as a military explosive. It has a low sensitivity and is chemically stable, making it easy to handle. It's also got a low melt. Die Folgen jetzt 30 Minuten gehen. Müssen wir uns keine Sorgen machen, das war nur das zeigen. But because the sensitivity is so low, you need a booster to actually get it to explode. No problem. It came with its own remote control detonator. Good. Then all you have to do is press the weapon button to place the TNT, das, and then press the. Pretty weak. Okay, kommen wir echt. Okay. So, jetzt Karton. Snake, what are you doing? I'm in a box. A cardboard box? Why are you. I don't know. I was just looking at it, and suddenly I got this irresistible urge to get inside. No. Yeah. Not just an urge, more than that. It was my destiny to be here, in the box. Destiny? Yeah, and then when I put it on, I suddenly got this feeling of inner peace. I can't put it into words. I feel safe, like this is where I was meant to be. Like I'd found the key to true happiness. Uh-huh. Does any of that make sense? Uh-huh. Not even a little. You should come inside the box. Man, I don't want to know what you mean. Between you and paramedic, is everyone but me that is hooked up with the Major Strange? Yeah, well, anyway, I suppose even that dumbass box might make a decent disguise if you wear it inside a building. Huh? Sehr schön, also wenn wir uns irgendwo im Urwald hinsetzen. Hat das noch eingestanden? Fand ich ziemlich gut. Ja, das ist lustig. Zurück zu den Pilzen. Wenn wir uns mit dem wahrscheinlich eingerieben hätten in der dunklen Höhle, hätten wir geglummen und geglummt und hätten dann durch die Höhle durch... Geglummt. Sie einfach einen auf die Stirn geklebt, dann hättest du deine Taschen an. Dann wärst du so ein Fisch gewesen, so, ja, weißt du? Anglerfisch. Anglerfisch. Anglerfisch! So machen wir Fische. Oh, Tschö. Did you get all that? Not really. Oh. By the way, does that mushroom recharge your batteries when you eat it? Huh? I mean, it seems like if you ate a glowing mushroom, it might recharge your batteries. Oh, man. Snake, your batteries are organic batteries. They produce electricity by utilizing the potential. Ich glaube, man kann sehr gut durch das gesamte Leben kommen, ohne irgendwas anderes zu lernen, wenn man nur dieses Spiel spielt und sich aber wirklich alles dazu anguckt. Ich glaube, man lernt sehr, sehr viel. So you're saying they'll get recharged. Believe what you want. Right. Das ist so eine voll Bullshit-Erklärung, warum das ist tatsächlich so. Deine Radarbatterie wird dadurch. Ernsthaft? Ja. Deswegen hat er das. Oh! Oh! Deswegen fragt er so aus dem Nichts. Und ich kann mich schon mal der Batterie damit auffüllen, was? Bitte?
Oh, das ist. Oh, ich möchte nicht sagen, ich liebe dieses Spiel, aber das ist das beste Spiel, was jemals mit glühenden Pilzen. Ich will mal gucken, wie es jetzt hier aussieht. So, tatsächlich, ist kaputt. Ja. Schön. Dass wir das richtige Essen da lassen, ist eigentlich auch geil. Oh, essen wir einen glühenden Pilz und das ist ja awesome. Das ist jetzt erstmal ein Vampire. Gegessen. Okay, oh. Erstmal noch einen Kuss. Der ist gesund. Oh Gott. Oh, der lebt noch! Er lebt noch! Also, lebenden Fisch essen ist ziemlich hardcore. Vor allem auch so krass. Oh, lecker, lecker die Schuppen, ey. Oh, Alter. Er hat doch ein Messer, er könnte doch zumindest mal so ein bisschen. Nein, er ist ein Und auch nur die Innerei, nicht das Fleisch. Könnt ihn eigentlich ausweiten. Oh, oh. Das war's? Der Kuss übergibt sich. Fort now. That was pretty tasty. Good food. So, sehr schön. Okay, dann können wir weiter, würde ich mal machen. Puh, das waren einige gute Gespräche wieder geführt. Also, ich bin echt Freund davon, dass wir immer wieder eine Codec reinhören. Ich glaube, das macht. Ja, ja. Solche Sachen verpasst man ja sonst gerne mal. Yes. Ich wage zu behaupten, dass es auch einige Zuschauer gibt, die das noch gar nicht kann. Zum Beispiel so ein Aikainu. Ich bin mir sicher, der muss das nicht. Jetzt hör doch mal auf. Oh, Nacht. Ich kannte das mit der Box zum Beispiel auch nicht. Er hat bestimmt einen richtigen Tipp gegeben, aber das... Es war höchstwahrscheinlich ein richtiger Tipp. Aber eben nicht sicherlich. Und wir haben es versucht und es war nicht machbar. Es war nicht machbar. Für Mats war es nicht machbar. Es war absolut nicht machbar. Bist du Scientist? So. Ich stecke gleich meinen Fuß hier in den Tipp versehentlich. Wollen wir ja alle nicht, ne? Also, wie es einfach suddenly Nacht ist. Alter, wie krass, wie schnell das geht. Wir sind schon da. Aber es war doch gerade schon so Sonnenuntergang, Max. Ja, also, ja, ihr habt ja recht. War schon ein bisschen meckern. Willst du wieder, ne? Ja. Das ist aber nicht schön. Exit! Fuck you! Fuck you, Tom! Brech den Controller durch. You're not my real mom, I'm sick of it! Ich hab gerade gesagt, you know what? Kannst mich mal! Einfach den Controller in den Fernseher schmeißen. Und rausgehen. Sitzen hier, oh nein! Nur mal gucken. Nur mal gucken. Scouten. Wie kann ich denn hier durchgucken? Ja, halt doch mal die Waffentaste nochmal, damit ihr die. Halt dich doch. Nee, ich meine nicht die Waffentaste, sondern auf R2, damit dir angezeigt wird, wie du schießen. Wie du. Ich hab schon mal einmal vorsichtig geschossen. Press. Achso, Scope. Wollen wir nur gucken, ob da jemand ist. Was ist das denn? Ich glaube, es ist ein Tier, was dich ein bisschen erschreckt hat, weil du mit einer Sniper geschossen hast. Kannst du jetzt scopen? Nee. Du, das, du hast nicht gelesen, was da stand. Press as well, ja. Ja, okay. Oder also halt L1. So. War das nicht der hier? Mats, L1 steht da. Adjust scope? Das nein, aber adjust scope? Use scope with ja, adjust ja, scope. L1. Use? Da kann ich es auch. Ja, ich will ja nur. Ja, aber da. Ach komm, L1. Nein, ich verstehe gerade wirklich nicht, was das war. Weil ich glaube, du hast da adjusten kann. Nein, darum geht's. Und dann. Du meinst die Zoom-Stufe? Ja. So, geht's. Die meinte ich. Entschuldigung. Ich entschuldige mich. Ja. Das ist ja doch nicht. Doch, ich habe dir gerade getan. Entschuldigung. Okay. Ich möchte jetzt dieses Tier abschießen, was da gerade rumgesprungen ist. War bestimmt ein Affe. Ein Affe? Das ist ein Dschungel in Russland. Es kann auch ein Affe da sein, sagen wir ganz ehrlich. Gehst du ein paar Gorillas jagen? Silberrücken-Gorillas. Na gut, okay. Jetzt vorsichtig loslassen. Ah! Ah! Like in real life. Also, du könntest auch R2 drücken und zu deiner Waffe wechseln. Das sagst du mir jetzt. Halt mal die Viereck-Taste. Also, weißt du so? Also schieß mal, geh mal quasi in Schießposition. So, und jetzt versuch mal die mal R2. Während du. Ja. Achso, dann muss. Ah, einmal so. Ah, okay. Das sieht hier so komisch aus nach Boss. Vielleicht willst du speichern. Ja. Ich will nur ein paar Paramedic hören. Speichern trotzdem. Grund genug. Ah, zu speichern. Eva könnte eigentlich auch mal machen. Cooler Punkt. Würde mich jedoch wundern, wenn ich dran gehen würde. Check. Checking Hard Drive 1, 2, 3. Ist das ein Song? Jetzt schon. Check. Das hat sich an wie Nicki Minaj schon angehört. Check, 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 check. Checking Hard Drive 1, 2, 3. Booty, booty, check, hard drive. Booty, 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 booty. Anaconda. Hey, Snake. Have you ever seen Forbidden Planet?
No, can't say I have. It's about this expedition that goes to the planet Altair 4 in an ultra-fast spaceship. When they arrive, they meet the survivor of the last expedition, Dr. Morbius. Dr. Morbius is exploring the planet along with his daughter Altera and the versatile Robbie the Robot. Ignoring the doctor's warnings, the expedition einfach spannend, zu gucken, ob in diesen Gesprächen irgendwas drin ist, was offensichtlich auch im Spiel Thema ist, also so als Vorbilder. I wish I had a robot like Robbie that could make anything I wanted it to. Ich glaube, Kojima hat einfach ein paar Filme reingemacht, die gut findet. Ja, ja, aber die haben ihn ja sicher noch in hiding or wearing camouflage. Maybe someday you'll be able to turn invisible. Yeah, that'll be the day. Eva. Verstehst du? No response? Da könntest du könntest wissen, wieso. Weil sie, Was weißt du über Eva? Ich weiß, dass sie Doppelagentin ist. Und ich weiß, dass es ist jetzt ist es Nacht. Na, sie darf ja wahrscheinlich... Nein, also wo ist Eva gerade, wenn sie nicht bei dir ist? Na, bei unseren Freunden, die wir alle umbringen werden. Wie bei unseren Freunden, meinst du? Aber also bei Sophia, so ja, genau, so genau. Bla bla. Und wahrscheinlich kann sie jetzt nicht antworten, weil sie gerade da mit denen irgendwie zusammen am Brot ist oder sowas. Na gut. Oder sie ist gekidnappt und tot. Das ist die pessimistische Variante. Okay, da krabbelt was am Baum. Seht ihr das? Nee. Da gerade durch? Guck mal, Sniper, ist ein Affe? Nee, ich mach mal Sniper. Es ist da oben. Warum sniperst du nicht? Mats? Hä? Warum sniperst du nicht? Es geht euch gar nichts an. Jetzt ist er weg. Dann siehst du doch, was es ist. Ach, das war halt der goldene Affe des Mississippis und wir sind ihn kommen lassen. Mhm. Den gibt's nur einmal im Spiel. Der eine Weg zum richtigen Ende. Dann müssen wir noch von vorne anfangen. Ich hätte jetzt ein Spiel, als sein eigenen Haustieraffen haben können. Können wir hoch. Irgendwas ist doch hier. Können wir überall hoch. Irgendwas ja, geht doch einfach mal. Mann! Lass ihn sehen. Der Affe. Er taunt dich. Eine Falle. Da. Und da liegt was. I don't care. Rechts und links sind Bäume. Unter mir ist Boden. Wir sind aber auch Arschscholze. So übel, ey. Das ist mir doch egal. Nochmal entschuldigen dafür. Das ist cool, hätten wir umbringen können. Armes Füße. Ich finde dieses Gebiet sehr suspicious. Ich glaube, das war einfach eine Eidechse oder so, die da gerade hochgekrabbelt ist. Nee, das war was anderes. Ach, das war doch bestimmt... Das kann eigentlich nur eine Eidechse oder sowas gewesen sein. Ein Bär oder was? Da ist ein Hase. Ich habe vor ein paar Tagen gesehen, wie jemand einen Bär geohrfeigt hat. Das war ein gutes Video. Cool. Das war ein Typ, der quasi so... Ich weiß nicht, ob es ein Nationalpark war oder sowas, oder Reservoir. Jedenfalls leben da halt viele Bären. Ja. Und er kümmert sich quasi um die. Und. Kann er sie ohrfeigen? Ja, ja, pass auf. Und dann. Er stand da so auf seiner Veranda und vor ihm stand einfach so ein fucking Schwarzbär auf zwei Beinen. Ja. Oh, ne? Und währenddessen hat er. Aber er hat ihn gerade nicht angeguckt, sondern er hat gerade in die Kamera geredet. Nicht der Bär, sondern der Typ. Und der Typ redet dann so in die Kamera und dann kommt. Da hängt einer. Guck dir mal mit der Sniper an. Oder mit dem Sharp, mit dem Scope. Jedenfalls steht der Bär so hinter ihm und schubst ihn dann quasi so an. Also, ja. Guck mich mal an, nach dem Motto. Und dann guckt er, und dann dreht sich halt der Rancher so zu dem Bär um, guckt ihn so in die Augen und haut den halt voll in die Fresse. Ne, so, ne, das machst du nicht. Und der Bär guckt ihn nur so an und geht dann weg. Ich so, du hast gerade den Bär geohrfeigt, bist du wahnsinnig. Das ist so awesome, boah, das Video. Boah, nicht schlecht, Mann. Wie der sich einfach umdreht und diesen scheiß Bär ohrfeigt. Hier hängen überall Typen rum. Stimmt. Ja, hier sind ja auch überall Fallen. Und ja, das ist doch keine, also Entschuldigung. Ja, das sind die Opfer der Fallen. Aber der Typ da auch? Der ja, hier sind doch so Schlingfallen und... Mhm. Ja, ja, okay, dann soll das sein. Der andere klebt ja an einem dieser spiky... Ja, wir sollten hier also ein bisschen vorsichtig sein. Ich hab doch gerade derjenige, der das Video gerade hat, muss mal kurz gucken, ob er das Video findet. Das Bär-Video, weil das ist zu gut. Wir müssten da lang. Aber ich sehe da hinten Dinge. Deswegen gehe ich jetzt da nochmal hin. Das kannst du einfach in den Kommentaren verlinken, Robin. Ja, wenn der Cutter das nicht macht, weil er, weiß ich nicht, zu Zeit hat oder zu voll ist, dann reicht es auch in den Kommentaren. Ja, klar. Kann ich auch machen. Sicher. Mach's in den Kommentaren. Klar, sicher. Mhm. Der ist giftig. Nein, der ist rot. Oh.
Weißt du, du stehst 5 Kilometer von so einem Viech entfernt und weigerst dich, die Sniper zu nehmen. Und dann ist so ein 5 cm Frosch, guckt dich unschuldig an vor deinen Füßen und du ballerst ihn einfach in den Frosch Mond, ey. Dürfte eigentlich gar nicht mehr da sein zum Aufsammeln. Dürfte eigentlich nur so ein Loch sein. Perforiert. Guck mal, das liegt da, da ist auch so ein blöder Frosch. Oh Mann. Okay, hier kann man sich bestimmt noch Sachen angucken und so, ne? Mach du. Hier kommt er ja nicht hoch. Ich höre Grillen zirpen, aber ich sehe keine Grillen. Das ist doch meistens so. Schlange. Ich sehe selten Grillen, wenn ich sie höre. Kann man auch noch hoch. Ich dachte, man kann ihn runterschneiden oder so. Den Typen, der da hing, aber ich dachte, es ist jemand Wichtiges, aber so mit dem Tod. Das sieht verdächtig aus. Ja. Ja, kleine Frösche. Und jetzt hier drin eine Falle. Das wäre nett. Das sind kleine Pflanzen, das sind ganz große Claymores. Guck, das ist hier irgendwas? Hier gibt es auch gar nichts mehr. Komm hier hoch. Ne, das ist kein rechter Winkel. Kannst du auch auf die Map gucken, falls du mal, gucken wir mal auf die Gefühl Map haben willst für das Gebiet. Okay, also da nach Norden war ja schon richtig. Yes! Okay. Jo! Jo! Oh, Ultimate Ninja Storm 4 sieht so gut aus. Da ist ein 12-Minuten-Video veröffentlicht worden von. Okay. Da kann man sich auf einiges freuen. Da! Da! Hä? Ah. Oh, wir. Schieß, schieß! Don't. Schieß it! Go! Schieß it. You need its flash to survive. Ja, hat er recht. Eigentlich. Ich weiß nicht, ging grad nicht. Ja, er ist zu clever für dich. Weiß noch nicht. Oh, wo ist er hin? Da liegt's. Ist das wirklich? Toll, jetzt nee, nimmst du es nicht mal auf. Das war doch was anderes, das sagt schon. Nimm es wenigstens auf, damit den Paramedic-Ding. Ja. Ich glaube, es ist der Frosch gewesen. Vielleicht, ich mein, ist, dann, vielleicht ist dann auch das weiter hinten so irgendwie weggeflogen. So, quite tasty. Nee, jetzt ein ganzer Anaconda gegessen. Ich sag, du kannst ein paar Fische wegwerfen. Ich kann aber essen. Aber du hast doch schon voll. Ja und? Der bricht, wenn er zu viel ist. Ernsthaft? Wird er fett? Ja, fetter Snack. Muss die Mission abbrechen. Snake got too fat. Nee, doch, Squirrel. Squirrel. Ruf mal Paramedic an. I'm a Squirrel. Ich will wissen, was die dazu sagt, dass du ein Squirrel geschossen hast. You killed a Squirrel? Nee, das war aber Self-Defense. Das stimmt. You got some instant news, okay, müssen wir ein bisschen aufholen. It was invented in Japan just recently. Oh, please tell me all about just the recently, ist natürlich interessant. It's cheap and can be stored for a long time. Nein, das hat sie ja gesagt. Das war wirklich gut. It's like a miracle food. Wow. Speaking of which. Yeah. It's eatable. Are you going to eat that? I was planning on it, yeah. Oh, all right. Is there some reason I shouldn't? No, that's not what I meant. Then what did you mean? I was just going to say that if you weren't going to eat it, you should bring it back to me. I've always wanted to try some. Aww. Whatever. Wenn wir das jetzt am Ende des Spiels noch bei uns haben, dann heiratet sie uns bestimmt. I see you caught yourself a Japanese flying squirrel. Mhm. Warum ist ein Japanese flying squirrel im russischen Wald? Ja, das habe ich nicht so gesehen. Zum Thema Notwehr. Der hat sich gerade bereit gemacht, auf dich raufzufliegen. Ja. Wer mag praktisch im Sturzflug, als du ihn erschossen hast. If it catches a good wind, it can fly more than 100 yards. Ja, hat aber nicht so einen guten Wind gehabt. I had a hard time catching one. So, aren't you going to ask me? You know it. How does it taste? Not sure. Not sure? The guy doesn't say anything about it. Why not? Gee, maybe it's because no one would ever think of eating a flying squirrel. So. Also fucking reingemusst. Ja, wir wollen es auch gar nicht essen. Maybe you are. Erstmal nur erschossen, damit es keine Gefahr darstellt. Das ist ja auch ein. Mach ich auch mal so mit Tieren. Ein gegnerisches generell. Ich wollte nochmal. Niedliche Tiere isst man nicht. Das müsst ihr doch wissen. Da sind giftige Frösche, die lecken wir mal nicht ab. Dann ist hoch.
schmeißt dem Endgegner so einen giftigen Frosch einfach mitten ins Gesicht, dass er gar nicht anders kann. Das ist ein Häschen. Das ist dann eine Schlinge. Er schießt den Hasen! Er schießt den Hasen! Oh Gott. Tut mir leid, bei Kindern macht die Augen zu. Meinst du? Gut. Oh. Oh, du hast ihn eigentlich gar nicht mehr wie die Aliens zurück. Er hat Herzinfarkt bekommen. Das kann auch sein. Super, ey. Der hat wirklich keine so starken Herzen. Ja, hast du schon die Erfahrung gemacht? Buh! Ha! Oh! Jerry! Jerry? Jerry. Ach, Jerry, ich dachte. Jerry! Jerry! Tom hat seinen Hasen Jerry genannt. Um ist jetzt ein europäischer Rabbit da? Als wenn so ein Zoo wäre, ne? Das hat im gleichen Gebiet ein japanisches Squirrel oder europäischen Rabbit gefunden. Aber Hasen gibt's doch auch in Japan. Hasen gibt's überall. Aber auch europäische Hasen in Japan. Boah. Aber wir sind ja auch nicht in Japan. Ja, ja, guck hier, interessant. Die essen ihren eigenen Puh. Das weiß man doch. Finde ich trotzdem interessant. Kann man auch nochmal, damit die Leute ein bisschen was lernen. The rabbit excretes the substance and then eats it again to absorb the nutrients. That's a neat trick. I think I'll give it a try. Rabbits and humans don't work the... I'm just kidding. You really thought I was going to eat it? A little, yeah. Even I wouldn't do that. I guess not. But how did those seagull feces taste? What? No, I'm just kidding. Oh, es hat so viel Humor, dieses Spiel. Sympathisch, sympathisch. Toll. Toll, toll, toll. So, jetzt wollen wir mal langsam. Jetzt wird, glaube ich, mal Zeit. Oh, Mats, habe ich was gesehen? Noch nicht. Ich überlege, ich wollte da nochmal lang. Zeit, echt jetzt? Was ist das? Ach, ja, warum bist du denn? Weil ich habe es gerade gesehen, ich wollte da vorbeigehen. So, jetzt ist aber interessant. Well. Ja, da haben wir es auch mal gesehen. Ich kenne dich nicht und bitte erwähne unseren Namen. Tschüss. Snake, have you been caught in a snare trap? Nein. No. I know that. Then why don't you get yourself down? How am I supposed to do that? It should be obvious. If you get caught in a snare trap, press the action button. That will allow you to cut the rope. That is obvious. Hurry and free yourself before the enemy comes around. Ah, okay, das ist der, das ganze Gebiet, ja. Das hätte ich gut gefunden, wenn er so, nope. Ja, nope. Eine 3-Punkt-Landung gemacht hat. So, dann können wir jetzt auch mal, wo wollten wir hin? Wir wollten nach Norden. North. Die habe ich aber nicht. Ja, ja, den haben wir schon. Das hätte sich jetzt auffressen, töten müssen von drüben. Der ist der wahre Feind. So, we are out of here. To go to the north. Outside walls. Dieser Name. Da sind wir doch dann fast jetzt schon. Mhm. Das ist doch schon. Kaniki Gorki Lab Exterior. Da wollten wir hin. Das war unser Ziel. Dun, 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 dun. Oh. Das war vielleicht gar. Ob sich sogar die Sohle, sich, sein, also seine Fußsohle sich beugt. Mhm. Beim Schleichen. Ist das schon aufgefallen? Aber die besten Schleichanimationen hat immer noch Telfi. Dieses. Und dann. Ach ja, stimmt! Stimmt, da geht wirklich gar nichts drüber. Das will ich jetzt nicht sagen, weil ja. dann weiß es Mats, aber. Stark. Ihr wisst, was ich meine. Du hast völlig recht, hab ich ganz vergessen. Da ist ein Hund. Oder. Ein Lama. Oder ein ganz kleines Pferd. Soll ich den gleich schon mal weg? Glaube ich keine schlechte Idee, weil die erkennen dich früher als so ein Typ. Jetzt muss man den Typen killen, bevor der oder der von links kommt. Mhm. Du kannst mit R2, L2 nach links und rechts machen. Ja. Kommt da nicht von rechts auch einer? Ja. Schade. Schnell, schnell, schnell. Schneller. Das heißt, wenn die jetzt, also jetzt schicken die zwar wen, aber keine Alarm, die kein Alarm ausgelöst, genau. Wenn ich die auch erledige, dann sollte man wahrscheinlich nicht machen, ne? Naja, doch, ich glaube, oh, es wäre. Not. Den könntest du schon. Wohl, wenn die nicht zu. Oh, na, komm, zwei, drei, die kannst du nicht. Die waren schon da, ne? Hast du gesehen? Ja, ja. Granate. Sorry, ich kann nur die eine Taktik. Nice. Und gehen die nicht dahin wieder zurück? Nee, die kann wenn die hier fertig sind. Ach oh Gott, der. Der denkt sich auch so, warum? Nein! Ja, sag ich doch. Nee, jetzt könntest du die, jetzt könntest du die. Genau. Könntest eigentlich auch näher rangehen.
Nice! Not bad. Oh. Donk. Na, jetzt ist Caution. Wenn sie merken, dass sie... Der Schalldämpfer ist weg. Okay. Aber habe ich nicht noch einen? Nee. Das, ja, du hattest aber... Ja, jetzt wecken sie sich wieder gegenseitig auf. Ein Satz mit X. Oh, nee, da doch nicht. Dran. Der Hund weckt sich aber auf. Was ist er denn? Der Hund sich auf? Schlappert der sich ab? Keine Ahnung, ich hab einfach mal gesagt. Aber ich hab das ich gar keine Ahnung. Ach doch. Ich wusste gar nicht, dass man die dann nochmal neu drauf machen muss. Nein. Bam! Nicht schlecht gelöst. Naja. Das Wachlhammer erledigt. Erstmal die Frage, wie kommen wir hier rein? Ja, das Thema hatten wir ja schon mal, ne? Ich muss so oft gegen den Zaun laufen, bis er nachgeht. Ja. Snake! Ita! Du. Hier kommen wir, glaube ich, nicht lang. Oder? Doch. Gott sei Dank. So, du bist richtig gefühlt. Du hast zu früh Oder gesagt. Nein, da hat es Mats schon gesehen. Mhm. Doch, in diesem Fall schon, aber du hattest es nicht gewusst, als du es gesagt Doch. Hast. Nein. Doch. Nee. Ich hab aber geguckt. Das war, da muss ich jetzt Tom recht geben. Da kommen wir doch auch rein. Guck da. Tom, jetzt mal auf das Vorwort zu sagen. Ich habe überhaupt nichts. Da liegt doch noch was. Könntest theoretisch auch noch die bewusstlosen Wachen ausnehmen. Ja, vielleicht haben wir einen Schalldämpfer. Also nicht, ob hier noch Leute, aber kommen keine mehr. Ach, what could possibly go wrong? Da ist ein Hund. Das reicht. Die schlafen ja nur. Also ich meine, sind die auch Schalldämpfer? Ja, haben wir schon mal gemacht. Also wir haben schon mal einen Schalldämpfer gesammelt. Ja. Und selbst nicht Rations sind ja auch gut. Wobei wir die noch nie so richtig gebraucht haben. Nee, wir haben so viel Essen. Ich habe auch das Gefühl, Mats spielt zu gut. Ich habe tatsächlich das Gefühl, das Spiel ist deutlich einfacher. Nee, ich glaube, du spielst einfach deutlich besser. Das kann also, auch sein. Das ist tatsächlich so. Eigentlich ist es deutlich schwieriger. Schwieriger, weil du viel größere Gebiete hast und mehr Leute da drin. Ja. In Metal Gear Solid. Das ist Navigation und so, aber du stirbst eigentlich nicht so leicht. Du hast kein Radar. Wie in du hältst mehr aus, genau. Metal Gear. Aber in 2 war es halt sehr viel einfacher, nicht entdeckt zu werden. Einfach weil also ich habe es erst einmal gespielt und die Räume sind immer sehr klein und du hast da selten mehr als 2 Leute drin. Und deswegen ist es immer sehr offensichtlich, wo die Leute lang rennen und sowas. Okay, neues Gebiet. Und wir haben ja gesehen, das eine Mal, wo wir entdeckt wurden, hatten wir keinen Spaß. Ja. Na, das stimmt, das war etwas A-O. A-O, darf ich mal den Vorschlag in den Raum werfen, die Session an dieser Stelle? Ja. Zu pausieren. Gerne, weil ich glaube, jetzt kommt ein bisschen mehr. Ja, das wäre ein guter Punkt. Ja, dann, wir haben noch eine halbe Stunde, weil wir jetzt noch speichern werden. Paramedic noch kurz anhören. You wanna save? Hold on a sec. Snake, have you seen Earth versus the Spider? Nope. It's about this spider that suddenly mutates into a giant monster. They bring it into the city in a state of hibernation, but it wakes up and starts wrecking the place. So why did the spider turn huge? I told you, it suddenly mutated. Yeah, right. Snake, it's people like you that take all the fun out of watching movies. Always nitpicking and taking things too seriously. Honestly, why even bother? Look, the important thing isn't that it got big. Then what is important? The fact that there's a huge spider destroying the city. Suspend your disbelief. That's the whole point of movies. I see you found a Russian false mango. The Russian false mango is a mango-like fruit found only in Selenoyarsk. The egg-shaped fruit is sweet and tangy with a pleasing aroma, just like a mango. Achso, du guckst halt alles weg, ne? Man soll sich wundern. Japanisches Quirls. Die wachsen da, ja. Absetzstomach. Ah, okay. I see you've got yourself a ration. Hä? Rations are portable meals carried by Soviet soldiers. I've heard some nasty stories. Ja, hast recht. Zeig's doch nochmal. Ja, so, hier, Tom, bam.
Okay. Great. Gut, dass ich dich akzeptiere. Ne? Gut, dass ich dich hab. You should be grateful. Those things are designed to last. Ja, sie arbeiten da am selben Ding. Ration, it'll never go bad. And they're surprisingly good for you too. I'd take a snake over this any day, even if it's a little rotten. Why? You are hopeless. Naja. Warte, wir schon zum... By the way, Snake. Oh. What? You know the Ocelot Unit Commander? Aha. Ocelot. Yeah. That's not his real name, is it? I wouldn't think so. Is it a code name? You mean like Snake? Yeah. Maybe. Why? Is that strange? No, I was just wondering why he's called Ocelot. Ah. Why's that? Well, I looked it up, and it turns out the ocelot is a wild cat whose habitat stretches from the southern U.S. down to northern Argentina. They live in a variety of different environments, from tropical rainforests to savannas. The biggest ones can grow up to 1 meter in length. They're normally solitary creatures, and their diet consists mainly of small animals and fish. During the day, they sleep up in the trees, but at night... Yeah, paramedic. Oh, right. So, the ocelot is an animal that lives on the American continent. But then I wondered, why would a Soviet officer be using the name of an American cat? Good question. Maybe it's because he's fast and agile like an ocelot. Yeah, maybe you're right. Badam, bam. Ich gebe es in Russland keine schnellen, agilen Tiere mit einem guten Namen. Was it helpful? Sure. Gut, dann speichern wir es noch einmal ab. Hast du doch schon mal ein bisschen was relevante Info bekommen. You want to save? Ja, wir haben gerade viel gelernt. Ach, schön. Wie sind wir dann so prozenttechnisch von diesem Spiel? Also 15? 20? Was? 20? 20% vom gesamten Spiel? Nee. Also, ja, ich sagen wir 30% von der Spielzeit auch her. 30 schon eher. 30%. Have you ever seen On the Beach? No, I don't know. Kommen wir mal was zu. It's about the survivors of the Third World War. Ich kenne langsam einen. The entire northern hemisphere is obliterated in a nuclear holocaust, and it's only a matter of time. I only watch movies with nuclear holocaust. Are poisoned by the deadly fallout. Their only hope is an American nuclear submarine that escapes to the southern hemisphere. They set out for the Arctic to investigate the fallout. The movie came out in 59, and the year that the war was supposed to happen was 1964. In other words, this year. No nice way. Warning. Let's hope it stays just a movie. So, jetzt reicht's mir aber auch.